Hallo YouTube- und Anime-Freunde da draußen und Zeichentrick-Cartoon-Freunde. Willkommen zu einem neuen Video hier bei Gavatrons. Heute packen die komplette Serie zu Tao Tao, der kleine Panda-Bär aus. Ja, warum habe ich das gerade gesagt mit den Zeichentrick- und Cartoon-Freunden? Die Serie ist aus meiner Kindheit und in meiner Kindheit, da gibt es wahrscheinlich noch einige Leute da draußen, die wissen gar nicht, was Anime ist. Und für die ist das eine normale Zeichentrick-Serie. Und für mich war das damals auch so. Ich weiß erst seit 1996, was Anime ist, dass das eigenes Universum ist, und Serien wie Heidi, Biene Maya, Tao Tao und was es da alles gibt, waren für mich einfach Cartoons, Zeichentrickserien. Heute weiß ich natürlich, dass das auch eine Anime-Serie ist. Ja, Tao Tao, der kleine Panda-Bär, von Studio 100 präsentiert. Ich glaube, Studio 100 gehört zum Universum Anime. Es hat 0 Jahren freigegeben, 52 Folgen Komplettbox auf 8 DVDs. Das gucken wir uns jetzt mal an. Ich musste das schon mal öffnen, um reinzuschauen, weil die DVDs locker sind. Da muss ich euch gleich was fragen, ob das so sein soll oder nicht. Kommt in dieser Box. So sieht das aus. Ich finde das Intro von Tao Tao immer noch sehr schön. So sieht die Rückseite aus. Sprachen Deutsch, Genre Kinderserie. Ihr seht es, also steht doch nicht, dass es Anime ist, sondern Kinderserie. Spieldauer 1280 Minuten. Bildformat ist 4 zu 3. Ländercode 2. Genre DVD. Ja, und dann steht hier alle 52 Episoden der TV-Serie auf 8 DVDs. Regie hat Tsuchi Nakahara gemacht. Tatsu Shimura. Musik ist von Karel Schobada, spricht man den so aus, und Alexander Blechinger. Und gesungen wurde das Lied von Robert Pferdemenges. Produktionsstand Jahr 1983. Ich bin ein Jahr vorher geboren. Ja, hier steht dann Studio 100 Media GmbH. Und hier steht auch nochmal Deutschland, Österreich im Betrieb von Universum Film GmbH. Also gehört es dann irgendwie zu Universum. Gucken wir mal rein. So, und so sieht das dann von innen aus. Und da ist meine Frage. Ihr seht es ja schon, man kann die DVDs einfach so rausziehen. Soll das so sein? Ich kann mir das gar nicht so vorstellen. Alle DVDs sehen gleich aus. Dahinter haben wir noch andere Serien. Aber die sind zum Glück alle kratzerfrei. Kostet, wenn ihr Glück habt, so um die 20 Euro. Wenn ihr Pech habt, könnt ihr auch zwischen 40 und 70 Euro bezahlen. Je nachdem, wo ihr sie gerade noch bekommt. Also bei Amazon kostet sie, glaube ich, gerade 40 Euro. Ich habe die aber auch schon mal für 70 gesehen. Ja, dann haben wir hier oben Nils Holgersen, Vicky, Heidi, Biene Maya, Alice im Wunderland. Also es sind, ich glaube, alles Anime-Serien hier. Also es sind alles Anime-Serien. Außer bei dem hier, da weiß ich nicht, Peterchens Mondfahrt. Ne, das ist, glaube ich, ein normaler Cartoon. Aber alles andere hier, Pinocchio, Simbad, Rascal, Niklas, das sind alles Anime-Serien, die für mich damals normale Cartoon-Serien gewesen sind. So, was habe ich hier, DVDs alles durcheinander gemacht? 5, 6... Ihr seht aber, es sind alles dieselben Motive. 7. Ja, und als Kind, ich hab, muss sagen, ich habe die Serie nicht so viel verfolgt, aber ich habe das, was ich gesehen habe, fand ich immer gut. Hat ein bisschen vom Grafiklook diesen Maulwurf, der bei der Sender mit der Maus gelaufen ist, nur ein bisschen besser sogar, fand ich damals als Kind. So, sollte euch da an dem interessieren, werde ich natürlich die Box zu Amazon verlinken oder je nachdem mal gucken und das Intro mal verlinken. Dann könnt ihr mal sagen, wie ihr das Intro findet. Ja, das war mein Unboxing zu Tao Tao. Könnt ihr mir ja gerne sagen, ob ihr das als Kind gesehen habt, ob ihr auch so schon etwas älter seid wie ich oder ob ihr das jetzt kennt. Ich weiß nicht, ob ihr das jetzt kennt. Ich weiß nicht, ob das noch auf Kika oder so läuft. Könnt ihr mir gerne in den Kommentaren schreiben. Ansonsten bedanke ich mich für eure Zeit und Kommentare. Wir sehen uns im nächsten Video. Bis bald. Euer Gavatrons. Ciao.